Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Heute geht es weiter aus Frankreich. Nächstes Rennen Fairplay Liga vom Dienstagabend komplett ohne Fahrhilfen. Und wie immer geht's los mit der Qualifying-Runde. Da ist natürlich hier wichtig, viel Schwung holen, aus der letzten Kurve mit der Traktion aufpassen, habe ich immer mal wieder leichte Probleme. Und ihr seht es, ich versuche es hier auf den Medium-Reifen. Und wir visieren Kurve 1 an, bisschen rechts rausfahren, gerade anbremsen, Linkskurve, ein bisschen mehr mitten in den Körb, auch hier volle Attacke drüber. Nicht zu weit nach rechts, denn dann wird es ganz schnell ungültig, einigermaßen gut erwischt. Weiter geht's, rechts, links, rechts Passage, rechts über den Körb. Links am besten noch mehr über den Körb bleiben, da bin ich viel zu weit rausgekommen. Hier versuche ich auch durch das extra Runterschalten die Rotation mitzunehmen, um besser durch die Kurven durchzukommen, aber hat nicht so ganz funktioniert. Jetzt auf jeden Fall die lange Gerade und wir fokussieren uns auf die Schikane da vorne. Hartes Anbremsen, wenn wir rechts den Curb kriegen, da hartes Anbremsen, linken Curb mitgehen, ein bisschen nach links ziehen, um jetzt den Schwung eben rechts wieder mitzunehmen. Komme hier allerdings zu viel auf den Curb und werde dadurch nach rechts gedrückt, also wieder Zeit verloren. Wir fahren aber weiter und müssen unbedingt nach vorne, denn der WM-Kampf ist so spannend wie schon lange nicht mehr. Und gegen Himbertoni, Fabi und so weiter wird das sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt erstmal hier die lange Rechtskurve gut erwischt, nicht zu weit nach außen gekommen. Hier den Schwung mitnehmen, links Richtung Curb oder diesen anvisieren, habe ich ein bisschen viel Zeit liegen lassen. Also da geht auch noch ein bisschen was. Und jetzt eine Schlüsselstelle links in diese Kurve rein. Enge Linie fahre ich hier, komme ganz gut rum. Letzte Kurve runterschalten für die Extra-Rotation. Curb außen stehen lassen, jetzt die Beschleunigung und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Die Zeit bleibt stehen auf Platz 3. Auf Platz 3 direkt hinter den Softleuten. Und das war natürlich ganz, ganz wichtig. Ihr seht jetzt hier nochmal die Zeiten. Also vorne haben wir zwei Kandidaten auf den Softs. Die Reifen werden aber relativ schnell nachgeben. Und wenn ich da irgendwie dranbleiben kann, dann ist hier mal wieder ein Sieg möglich. Und ja, ein Sieg wäre nicht schlecht. Auf jeden Fall geht das Rennen in Frankreich genau jetzt los, die Ampeln sind nämlich aus und mein Start war natürlich wieder so mittelmäßig, allerdings gegenüber den Fahrern hinter mir war er dann doch ganz okay. Die Softfahrer natürlich vorne, ja, moin. Da konnte ich nicht angreifen, die sind einfach auf der Mischung besser rausgekommen. Und jetzt heißt es dranbleiben und gegen die Fahrer hinter uns verteidigen, vielleicht in 3-4 Runden vorne angreifen. Aber das Hauptziel war auf jeden Fall, im DRS-Zug zu bleiben. Und ihr seht es ja auch an der Länge des Videos, hier wird einiges passieren. Und ich kann es euch versprechen, das ist mal wieder ein etwas längeres und spannenderes Video, wo ich euch auch ein bisschen mehr zeigen kann. Auch da vorne, dass hier die zwei Softs sich gegenseitig bekriegen. Ihr seht es auch auf der Karte und auch an dem Pfeil. Und bei der Zwischenzeit links oben am Delta. Ich habe jetzt auch mal kurz nach hinten geschaut. Ich kann mich sehr gut halten. Die Leute hinter mir, die Leute vor mir kämpfen gegenseitig. Und das hilft mir natürlich, dran zu bleiben. Bin allerdings aus dem DRS-Fenster jetzt rausgefallen. Deswegen muss ich da jetzt ganz schnell wieder rankommen da vorne. Wir sind in Runde 3, wenn ich das richtig sehe. Da sind die Softreifen noch gut. Da vorne drücken sie sich gegenseitig raus. Hilft mir natürlich auch wieder. Aber ich muss jetzt irgendwie dranbleiben und im Moment stimmt die Speed. Im Moment habe ich die Speed. Und mein Teamkollege hinter mir hat jetzt auch Himbertoni überholt. Also im Moment Williams auf 3 und 4. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und hier auch bin ich deutlich rangekommen und bin jetzt im DRS-Fenster. Und das war ganz wichtig, denn in diesem Spiel ist das DRS viel zu mächtig. Und da muss man immer dranbleiben. Kleiner Sprung in Runde 5. Und ihr seht es jetzt auch, ich bin mit Medium hinter einem Softfahrer. Also die Soft neigen sich jetzt langsam so Richtung Ende. Und Himbertoni hinter mir hat jetzt auch wieder Herkules überholt. Also das Mittelfeld schön dicht beieinander und hier wird fleißig gekämpft. Und jetzt heißt es dranbleiben. Und jetzt gucken wir mal, ob das vielleicht sogar für die Attacke reicht. Aber das reicht natürlich nicht, weil der vor mir auch DRS bekommt, wenn ich nicht komplett falsch liege. Bildschirm ist ein bisschen klein, dass ich das hier erkennen kann. Aber ich bin auf jeden Fall dran und ich muss dranbleiben oder schnell vorbeikommen. Denn Himbertoni hinter mir, wenn er DRS kriegen sollte oder ranfährt, dann habe ich hier den nächsten Zweikampf. Und ihr seht es jetzt auch unten an dem Pfeil. Ich komme halt nicht vorbei, weil natürlich vor mir Venom auch DRS bekommt. Und somit hat die Möglichkeit, Himbertoni aufzuschließen und ist jetzt auch dran. Ich werde hier deutlich aufgehalten. Ich könnte viel schneller mit dem Medium-Reifen.
Aber was will man machen? Es geht halt einfach nicht viel mehr. Jetzt vorne, wenn mit dem kleinen Fehler, und das muss man ausnutzen jetzt. Windschatten, DRS ist zwar auch bei ihm offen, aber ihr seht es, ich bin relativ schnell und Twitch kriegt natürlich gar kein DRS und deswegen ziehe ich jetzt vorbei und versuche auch Venom anzugreifen, zeig mich allerdings nur, kein direkter Angriff, aber das war ganz wichtig, hier an Twitch vorbeizugehen und jetzt eben an Venom dran zu bleiben. Twitch bleibt aus meiner Sicht Gott sei Dank vor Himbertoni, um den eventuell auch noch ein bisschen aufzuhalten. Und jetzt saug ich mich ran. Hier ist die Überlegung. Ich muss ihn angreifen. Ich muss vorbei. Zeig mich mal in und kann jetzt die engere Linie nehmen. Zieh nebendran. Und wir lassen uns Platz. Jetzt kommt da vorne eine Linkskurve. Ich bin außen, muss ein bisschen später bremsen. Hier gibt es den Kontakt. Jetzt versuche ich aber den Switchback. Aber Venom hat dann doch die etwas bessere Linie. Da hinten wird jetzt Twitch auch ein bisschen weiter durchgereicht. Also man sieht, die Softreifen geben nach. Und das nutzt jetzt Venom, um auch an die Box zu gehen. Eine Runde zu spät aus meiner Sicht, denn jetzt habe ich natürlich Zeit verloren, aber jetzt muss, okay, oder jetzt müssen Qualifying-Runden kommen. Die müssen jetzt abgeliefert werden, denn ich muss weg von Himbertoni. Und jetzt gucken wir mal die nächste Runde, direkt die schnellste Runde. Freie Fahrt ohne DRS. Also man sieht, die Speed ist da und ich muss mich jetzt absetzen. Fehler dürfen hier nicht gemacht werden, auch keine Zeitstrafen. Da schauen wir wie immer am Ende drauf. Aber ihr seht es da hinten, Herkules hängt auch nach wie vor direkt hinter Himbertoni. Also die Spitze hier sehr eng zusammen. Und die Softfahrer kommen ja dann später wahrscheinlich auch nochmal, denn die werden jetzt die Harten nehmen und nach dem Boxenstopp vermutlich werden wir alle wieder aufeinander hängen. Und deswegen war das jetzt ganz, ganz wichtig, hier Qualifying-Runden rauszubringen. Und wir sind jetzt hier in Runde 9. Und wenn man jetzt mal nach hinten schaut, Himbertoni hatte allerdings auch seinen Motor aufgedreht und er kriegt tatsächlich DRS und damit war es erstmal vorbei. Er greift mich jetzt auch hier innen an, ich lasse ihm ein bisschen Platz, hier gibt es die Berührung, aber er war bei weitem nicht neben mir. Ich habe ihm auch Platz gelassen, soweit alles in Ordnung, ich glaube auch kein Flügelschaden bei ihm. Und was jetzt natürlich der negative Fall ist, wir helfen jetzt natürlich Twitch und Venom, indem wir drei hier vorne kämpfen, holen die mit frischen Reifen ein bisschen mehr auf. Natürlich muss man sagen, unsere Medium-Reifen waren hier noch gut. Man hat jetzt nicht wirklich Einbrüche von einer Sekunde gehabt, aber die beiden hinten natürlich mit ganz frischen Reifen, das war schon etwas kritisch. Und ich muss hier wieder aus dem DRS-Fenster rausfahren, aber das war, naja, Ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier den Undercut mit der Vollbremsung und Himbertoni fährt weiter, ebenso wie Herkules. Und da kommt Venom und da sieht man es, ich komme vor Twitch Lemon raus, aber eben nicht vor Venom und habe jetzt hier die harten Reifen und muss damit jetzt durchfahren und muss jetzt die ganze Speed rausholen, denn ich habe jetzt hier den Undercut. Und Herkules und Himbertoni werden höchstwahrscheinlich eine Runde später reingehen, denn man braucht hier bei Undercuts ja eigentlich nur reagieren, wenn man dahinter war. Deswegen muss diese eine Runde jetzt eigentlich sitzen, aber ihr seht es, ich rutsche ein bisschen. Die harten Reifen brauchen in der ersten Runde noch Temperatur, bis sie denn wirklich laufen. Dann habe ich hier versucht, an Venom dran zu bleiben, um das DRS wenigstens zu bekommen, aber selbst das habe ich nicht bekommen. Und jetzt achtet mal da vorne rechts auf die Boxenausfahrt. Da müsste jetzt hinter... Da kommt Himbertoni im Vollslide rausgefahren, der nämlich natürlich auch auf den Reifen noch keine Temperatur hatte und schlittert hier fast in mich rein und hat auch gar keine Strafe wegen der Boxenlinie bekommen, was ich so im Nachhinein ein bisschen komisch finde. Aber wir sind jetzt in Runde 13 und ihr seht es links oben, wir sind alle wieder gefühlt zusammen, außer dass ich die Speed im Moment von Venom nicht gehen konnte und kriegt natürlich kein DRS. Und deswegen ist jetzt Himbertoni hinter mir. Und guck mal am Pfeil und guck mal aufs Spiel, wie der rangeschossen kommt. Ich wehre mich jetzt auch nicht groß. Bremse natürlich trotzdem ganz normal, um ein bisschen mit ihm zu kämpfen. Aber Himbertoni fliegt da vorbei. Wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, hatte Himbertoni einfach einen flacheren Flügel. Also der ist mit der schnellstmöglichen Einstellung gefahren. Und das hat ihm auf der Geraden jedes Mal geholfen, wieder den Rückstand aufzuschließen oder eben jetzt zu überholen. Ihr seht es auch, in der schnellen Passage zieht er mir weg, das ist ja unglaublich, aber hier in den Kurven komme ich deutlich näher und das war seine Taktik, das Ganze auf der Geraden einfach wieder einzuholen oder eben auszubauen. Und ja, dann geht das Rennen weiter, wir sind Runde 16, wenn ich das richtig sehe, Himbertoni vorne mit der Attacke dann auf Venom,
Hier sieht man es beide nebeneinander. Ich krieg auch DRS. Und Venom da vorne macht ihm nicht wirklich Platz. Himbertoni mit der weiten Linie, leichter Kontakt. Und das hilft mir natürlich wieder, um dran zu bleiben. Das ist jetzt ganz wichtig. Also je länger Venom Himbertoni auffällt, umso besser kann ich dranbleiben. Denn meine Speed war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so gut. Also ich war glücklich, dass ich wirklich DRS noch bekommen habe. Aber es war schon schwierig, auch hier ein bisschen mit der Dirty Air. Hinter mir seht ihr auch, Hercules ist schon wieder dran. Also die Vierergruppe ist schon wieder, hat sich hier schon wieder getroffen zum Kampf um den Rennsieg. Aber Fakt ist auch, wenn Himbertoni hier relativ schnell vorbeikommen sollte, kann ich ihn auf der Geraden nicht angreifen und dann war es das eigentlich. Und das war mir hier schon klar. Und ich habe natürlich auch mit Hercules in der Party gesprochen und wir haben uns jedes Mal gewundert, wie schnell Himbertoni auf der Geraden war. Denn das dachten wir eigentlich nicht, weil wir schon recht ausgewogenes Setup genommen haben. Aber Himbertoni hat da voll auf Attacke gemacht und hier auch Attacke, verbremst sich in Venom rein. Der muss die Schikane abkürzen. Also sehr harte Attacke von Himbertoni hier. Ziemlich spät auf der Bremse, hat sich dann einfach innen reingesetzt und boah. Aus meiner Sicht relativ hart, aber Venom konnte weiterfahren, musste die Schikane abkürzen. Ich weiß nicht, ob er jetzt einen Flügelschaden hatte. Auf jeden Fall sind wir hier schon wieder eine Runde später. Gleiches Szenario da vorne. Venom macht jetzt die Innenlinie zu. Himbertoni außenrum, kommt ein bisschen nach außen, hat jetzt die Innenlinie. Aber Venom ist weiterhin vorne und ihr seht es, hier wird um jede Position gefightet und das immer noch fair. Natürlich die Attacke eine Runde zuvor war ein bisschen hart, da hätte man ein bisschen mehr Platz lassen können, aber ansonsten wird hier immer fair gefahren. Dafür stehen wir natürlich auch mit unserem Namen und ihr seht es auch immer in meinen Videos, da gibt es kaum Aktionen, wo man auch wirklich danach untersuchen muss. Das wäre jetzt vielleicht eine Aktion gewesen, wo man im Nachhinein nochmal über die Stewards sich anschaut. Aber wir konzentrieren uns jetzt weiter aufs Rennen und ihr seht es, Himbertoni durch die schnellere Topspeed auf der Geraden hat jetzt natürlich ein paar Probleme in den Kurven und das ist eben ein großer Vorteil. Und hier zum Beispiel die Attacke innen, habe ich nachgedacht, ziehe aber wieder zurück. Wäre ich näher dran gewesen, hätte ich es auf jeden Fall versucht. Und jetzt ist das eben das ganze Spielchen. Ich bin mit DRS dran, aber ich kann halt auf der Geraden einfach nichts machen, weil Himbertoni viel zu schnell ist. Und jetzt auch hier wieder in die Attacke auf Venom. Und ich glaube, das ist dann auch tatsächlich das Manöver, wo er es dann auch mal schafft. So sieht's aus. Er ist vorbei. Und dass ich jetzt natürlich dranbleiben muss, ist klar. Aber ich muss jetzt auch an Venom vorbei, der hier die Innenlinie zumacht. Ich ziehe jetzt außen nebendran durch die schnelle Rechtskurve und ich muss hier vorbei. Ich muss vorbei. Ich darf nicht hinter Venom bleiben, denn sonst ist Himbertoni weg. Oder mache ich hier den kleinen Fehler und komme zu weit nach außen, was natürlich wichtige Zehntel gegenüber Himbertoni ist, der sich da vorne jetzt wahrscheinlich gleich ein bisschen absetzen kann. Kriegt ja, natürlich cool, kein DRS mehr, aber das ist so ärgerlich. Ihr seht es vorne, einmal gelöst, freie Fahrt, keine Dirty Air mehr und zack kann er sich absetzen. Und ich muss schnell vorbei. Und durch den einen Fehler habe ich jetzt den ganzen Abstand bekommen. Auch hier kriege ich zwar DRS, aber er natürlich auch. Und jetzt läuft wieder alles für Himbertoni. Und das ist natürlich im Nachhinein gesehen auch sehr, sehr ärgerlich. Auch hier wäre ich näher dran gewesen, hätte ich ihn in der ersten Kurve angreifen müssen, um eben wieder die Speed zu Himbertoni aufzunehmen. Aber ja, auch hier, er ist vor mir. Ich muss ein bisschen früher bremsen, dass ich ihm natürlich nicht reinfahre. Und Himbertoni kann schon fast aus dem DRS-Fenster da vorne fahren. Ich glaube, er hat es nicht gepackt in dieser Runde. Aber man sieht schon, dass Venoms Reifen einfach nicht mehr optimal waren. Und dass er richtig kämpfen muss. Ich kriege jetzt hier auch nochmal DRS. Und ihr seht es, er kriegt kein DRS. Ich saug mich ran. Doch, er kriegt natürlich DRS, sehe ich jetzt gerade. Aber ich bin einfach so viel schneller. Bremst mich jetzt nebendran. Er zieht trotzdem mit. Fast die Berührung. Also es war ein bisschen spät von mir. Aber guck mal da vorne, Himbertoni, wie er einfach weg ist. Und das ist hier der große Nachteil. Wir kämpfen so viel, dass Himbertoni einfach wegfährt. Hier hat er ein bisschen die Innenlinie zugemacht. Ich setze mich aber trotzdem auf die Innenlinie. Vollgas, volles Risiko und bin jetzt auf Platz 2 nach vorne. Aber Himbertoni ist weg. Und jetzt muss man natürlich anhand der letzten Minuten sagen, Himbertoni kann sich's eigentlich nur noch selber wegwerfen. Denn auf der Geraden ist er so schnell, dass ich nicht wirklich angreifen kann. Hier in den Kurven kann ich zwar ein bisschen aufholen, aber durch Start und Ziel und Sektor 2 dann hauptsächlich hat er einfach so viel Vorsprung, dass ich da nicht mehr viel machen kann. Die Runden gehen mir dann auch natürlich ein bisschen aus. Und deswegen machen wir jetzt, glaube ich, auch den letzten Sprung. Ne, ein paar Sprünge habe ich noch, nämlich noch genau einen. Wir sind jetzt hier in Runde 22.
Und ihr seht jetzt auch hinter mir Venom gegen Herkules. Da muss natürlich Herkules jetzt auch langsam vorbei. Ihr seht es aber auch am Vorsprung da vorne. Und wenn ihr jetzt links oben auch aufs Delta schaut, Himbeertoni ist weg. Himbeertoni ist einfach weg durch die Topspeed, die er hat. Und jetzt muss ich mich hier ernsthaft noch um Platz 2 verteidigen, was ganz wichtig für die Meisterschaft ist. Und bleib hier auf der Innenlinie. Venom hatte anscheinend auch ein bisschen mehr Topspeed. Aber Venom hat dann in dieser Rechtskurve einen Fehler gemacht. So wie ich hier auch in der Linkskurve. Und Herkules ist damit vorbei jetzt auf Platz 3, was ganz wichtige Williams-Teampunkte sind. Denn wir haben uns auf jeden Fall als Ziel gesetzt, die Team-WM zu holen. Als Minimalziel und einer von uns Fahrermeister. Aber da ist natürlich mit Fabi schon ein Kaliber dabei. Da kann man sich über jeden Sieg freuen. Und wir springen jetzt in die letzte Runde und über jeden Sieg freuen hat sich hier auch Himbeertoni, denn er verdient. Er gewinnt verdient hier in Frankreich, hatte die Speed einfach in dem Moment, wo er freie Fahrt hatte. Und das Ärgerliche an der ganzen Sache ist, ich habe in den letzten Runden so viel Zeit verloren. Ihr seht es jetzt auch, Himbeertoni hatte eine Zeitstrafe. Das heißt, wäre ich ein bisschen schneller gewesen, hätte ich weniger mit Venom fighten müssen, hätte ich auch dieses Rennen gewinnen können. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz Platz 2, Platz 3 für Williams. Auf jeden Fall in Ordnung, Platz 2 für die Fahrerwertung. Sehr, sehr gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.